Hallo, mein Name ist Michael Schack von Versicherungsfit und heute erkläre ich dir mal den Begriff Annuität. Annuität ist ein Begriff in der Finanzierungsbranche. Wenn ihr euch eine Immobilie zum Beispiel finanziert, habt ihr zwei unterschiedliche Finanzierungsarten. Das ist einmal das Endfällige und einmal die Annuität. So, was heißt jetzt aber genau Annuität? Ihr vereinbart mit eurer Bank einen festen Zinssatz, nehmen wir jetzt mal heute von 2% aus, und eine Tilgung von, sagen wir jetzt mal, 3%. Und diese Rate ist insgesamt 5% von eurem Darlehen, die bleibt dann immer gleich. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Kredit von 100.000 Euro aufnimmt, 5% sind 5.000 Euro im Jahr. Diese Rate bleibt immer gleich dann monatlich umgerechnet. Die Sache ist dann nur in der Annuität, habt ihr ja diesen Zins zu bezahlen und im ersten Monat geht von eurer Tilgung von diesen 100.000 Euro zum Beispiel 200 Euro an Tilgung herunter. Das heißt, ihr habt dann nach dem ersten Monat nicht mehr 100.000 Euro Darlehen, sondern nur noch 99.800 Euro und somit ist in der zweiten Rate nicht mehr zum Beispiel 300 Euro Tilgung und 200 Euro Zinsen, sondern 198 Euro Zinsen und 302 Euro Tilgung. Und somit staffelt sich das dann immer langsam nach unten. Ihr tilgt dann nach der Zeit immer etwas mehr, weil ja immer der Tilgungsansatz höher wird und euer Darlehen wieder geringer wird von Monat zu Monat. Der Vorteil ist natürlich hier, dass ihr sofort das Darlehen abbezahlt, dass ihr sofort die Schulden bei der Bank tilgt. Ein kleiner Nachteil zum Beispiel, wenn ihr eine Immobilie gekauft hat, die ja steuerlich optimiert oder steuergünstig für euch sein soll, dann ist natürlich der Nachteil, dass ja die Zinsen immer weniger werden, sprich ihr habt nach den Jahren immer weniger Zinsen abzuschreiben, die Tilgung kann man ja nicht steuerlich absetzen, somit lasst man das bei manchen Finanzierungsformen auf ein endfälliges Darlehen, dass hier die Zinsen so bleiben, wie sie am Anfang sind, dass man halt immer hier einen Gegenwert dagegen rechnen kann. Was natürlich für euch immer besser ist, müsst ihr natürlich individuell begutachten. Wichtig ist es natürlich, dass eure Rate gleich bleibt und es wird immer etwas mehr von eurer Immobilie getilgt. Das war es dann mit dieser Begrifflichkeit zur Annuität. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass ich dich wieder etwas aufklären konnte. Ich bringe ja jeden Tag ein Video über Versicherung und Finanzen heraus. Schau dir doch gerne meine anderen Videos im Versicherungslexikon an. Es wird ja mittlerweile immer mehr. Dann sehen wir uns wieder in dem nächsten Video. Bis dahin, euer Michael. Servus.